Hier ist Nico von Beach Inspector und wir sind heute am Playa de Merenara im gleichnamigen Ort Merenara. Hier gibt es so viel, dass es fast besser wäre, die Sachen aufzulisten, die es nicht gibt. Aber ich fange trotzdem mal an. Angefangen mit einem riesengroßen Parkplatz, über einen Kinderspielplatz, über ein Fitnesscenter, findet ihr hier auch noch tolle Restaurants, wo ihr frischen Fisch und andere leckere Gerichte essen könnt. Und es gibt auch einen Picknickplatz, wo man unter Schatten an schönen kleinen gestalteten Esstischen auch einfach sein Picknick mitnehmen kann. Es gibt genug Platz am Strand für alle. Der Strand ist schön weich, hat den typischen schwarzen vulkanischen Sand. Der Wassereinstieg ist sehr, sehr gut. Und was hier an dem Strand besonders ist, ist die Barrierefreiheit. Denn die Duschen, die sanitären Anlagen, das sind alles barrierefrei. Dann sind die Lifeguards das ganze Jahr am Strand und die helfen euch auch, wenn ihr mit dem Rollstuhl an den Strand kommt, bis runter ins Wasser und sogar, die helfen euch sogar mit einem speziellen Wagen im Wasser. Das ist super gut gemacht hier. Es gibt spezielle Parkplätze für Leute im Rollstuhl oder mit Behinderungen. Das bedeutet, parken direkt am Strand ist auch kein Problem. Einzig nervig ist der Flughafen vielleicht hier in der Nähe und dass es hier leider keinen Wassersportanbieter gibt. Aber ansonsten findet man hier wirklich alles.